Hallo, Sion hier gemeinsam mit Nummer 2. Und weiter geht's mit dem wahrscheinlich letzten optionalen Part zu Castle Symphonia. Und was machen wir heute? Eine Strecke laufen. Wir gehen zurück zu Maxwell, der hier in Exile ist, denn wir haben alle Items ausgerüstet, die wir ausgerüstet haben müssen. Hier haben wir den Feuerstein, den Smaragd. Hast du mit mir noch nie gemacht. Natürlich haben wir den schon zusammen gemacht. Du warst schon mal dabei. Nein. Warst du? Das kann Rubin, sein. Natürlich. Und Opal. Du warst schon einmal, habe ich dich mitgenommen zu diesem Kampf hier, aber gut. Jedenfalls, wenn ihr diese Items habt, wenn ihr alle Elementargeister geholt habt, wenn ihr Origin geholt habt und wenn ihr das Darius Emblem geholt habt, das müsst ihr alles haben, dann könnt ihr herkommen. Komm schon, gib uns deine Power. Fühl mich manchmal wie Mega Man, wenn ich China bin, immer mit diesen ganzen neuen Sachen. Okay, macht euch bereit. Maxwell ist übrigens super wichtig in der Storyline von Tales of Xillia. Aber gut, Boss Time. Moment. Bevor es losgeht, erstmal magisches Auge und dann geht's los. Maxwell hat alles Mögliche an Elementen drauf. Er ist quasi der Herrscher der Elemente. Bist du soweit? Ja. Los geht's. Und wir könnten jetzt auch im Kampf unsere Elemente wieder tauschen, beziehungsweise die Items, aber es sollte okay sein für den Kampf, weil tatsächlich ist Maxwell eigentlich nicht so stark. Also ich finde Origin zum Beispiel ist auch stärker als er. Oder der Eiselemental Celsius war wahrscheinlich auch stärker als er. Also macht euch keine Gedanken. Dieser Typ hier, man würde denken, dass er hart reinhauen kann, aber wirklich nicht. Na komm. Was kommt jetzt? Okay, oh, ihr habt ihn aufgehalten. Ich wollte schon weggehen. War ich gerade überrascht. Aber gut, der Rain hätten wir uns wahrscheinlich auch sparen können für den Kampf, schätze ich. Weil ich dachte eigentlich, dass wir ein bisschen mehr Support brauchen. Aber ist ja überhaupt nicht dabei. Da schau mal, selbst wenn er mal zum Angreifen kommt, haut er wirklich nicht so hart rein. Und dann, wenn wir loslegen, ne? Alles klar. Dann klatsche ich weiter. Wenn wir erstmal in Fahrt gekommen sind, dann hat er wirklich gar keine Chance. Guck ihn dir an, den armen alten Mann, ey. Wie? Hat sich einfach unser Combo aufgelöst, das gibt's ja auch nicht. Easy. Na, ich glaube, der hat einfach zu lange geruht, weil das war ja wohl nichts. Aber hey, der alte Mann hat gerade richtig auf den Arsch bekommen. Moment mal, wir haben gehört, Maxwell hat einen Pakt mit diesen ersten. Das heißt? Inwiefern? Stimmt es nicht? Mit Mythos? Aha. Ja, diesmal bittet sie erst hinterher darum. Na, warum nicht? Das heißt, Mythos hat dafür gesorgt, dass die Halbelfen diese kleine Insel als Zuflucht haben, ne? Okay, die Insel soll weiter schweben. Na gut. Das heißt, eigentlich muss er nichts machen, außer mit dem Unterschied, dass China ihn jetzt rufen kann, wenn sie gerne will. Ja. Na gut. Yay. Das ist der letzte Aufruf, den wir übrigens kriegen können, aber das weißt du schon, oder? Ja, mehr gibt es ja nicht. Genau, mehr Elementargeister gibt's nicht. Türkis. Summon Birth und Meisterbeschwörer. Nice, wir haben sogar den Titel bekommen. Ja, aber wie gesagt, Maxwell ist ziemlich wichtig in der Storyline von Tales of Xillia mit seiner Reinkarnation und so weiter und so fort, aber eventuell ist das ja etwas für die Zukunft. Werden wir sehen. Aber gut, rüsten wir jetzt mal unsere Leute wieder aus, wie es vorher war. Das heißt, du kriegst auch wieder ein bisschen mehr. Ah, eigentlich kannst du sogar das nehmen. Ist vielleicht sogar effizienter, aber. Anscheinend. China kann. Ich würde aber schon gerne das Item haben, dass ich weniger TP verbrauche. Das hast du ja auch. Okay. Du Basi, wo bist du? Wo ist dein Kopf? Also hast du da ausgerüstet. Aber gut.
Ja, ich dachte, du hast mir das weggenommen. Nee. Das würde ich nie tun. Aber gut, und du kriegst noch... So, bitteschön. Okay. Dann haben wir dieses Gebiet eigentlich soweit fertig. Was wir wahrscheinlich machen werden, ist einen kurzen Schnitt machen und dann kann ich euch eine kleine Extra-Szene bezüglich China zeigen. Das ist auch noch etwas, was man erst mit dem Darius Emblem machen kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Ja, und China gebe ich gerne natürlich so viel Screentime, wie ich kann, weil ich ein Fan von China bin. Deswegen würde ich sagen, wenn wir Exwil verlassen, machen wir einen kurzen Cut. Und sehen uns dann in einem anderen Ort. So, wir sind wieder beim Tempel von Martell, wo das Spiel quasi angefangen hat. Denn wenn ihr das Darius Emblem habt, dann müsste es hier eigentlich eine Extra-Szene mit Corin geben. Ja, genau. Wenn ihr aber das Darius Emblem noch nicht habt, aber ihr habt schon den Void gemacht, dann kann es sein, dass irgendwann ein Skit kommt, dass China das Gefühl hat, dass sie Corin gehört hat. Und falls ihr hierher kommt, passiert nichts. Ihr müsst das Darius Emblem haben, um das hier zu triggern. Und genau, hier gab es keinen Elementargeist. Okay. Schauen wir doch einfach mal. Ich meine, was könnte tatsächlich passieren? Vielleicht hat China sich das auch nur eingebildet. Oder nicht? Na, sieht's erstmal aus wie Ninetales, ne? Nicht Corin. Various. Okay. Können wir den dann auch im Kampf benutzen? Angst, Bedauern, Ungeduld, Einsamkeit, doch stärker sind Hoffnung, Mut und Liebe. Was glaubst du? Wir werden nicht kämpfen. Warst du etwa nicht dabei, als ich den geholt habe? Kontakt sein. Alle Menschen, die Emotionen, sowohl die negativen als auch die positiven, haben mich zum Elementargeist der Herzen Various gemacht. Man könnte sagen, ich bin Corin. Schade. Immerhin wurde meine Existenz als Elementargeist des Herzens durch die Berührung mit deinem Herzen überhaupt möglich. Das heißt, im Herzen kommt Corin trotzdem noch mit China mit her. Es war besser als nichts. Und die Vergewissheit, dass Corin anscheinend nicht unbedingt tot ist, sondern auf diese Art und Weise wiedergekommen ist. Eben als vollwertiger Elementargeist. Aber warum nicht? Ja. Da es ein menschliches Herz ermöglicht hat, dass Corin als Various zurückgekommen ist, muss es deins gewesen sein. Was von allen? Ja, ist eine kleine Extraszene. Ich fand's in Ordnung. Beim ersten Mal spielen habe ich sie nicht gefunden, weil ich damals nach dem Darius Emblem sofort Mythos geklatscht habe und das Spiel beendet habe. Aber ja, es ist eine extra kleine Szene, wenn man halt hierher kommt. Aber gut, wir haben noch ein bisschen was an Bonuszeug für heute. So, wir bewegen uns noch einmal nach Heimdall. Es hat folgenden Hintergrund und ja, wir dürfen jetzt selbst mit Genis und mit Rain hier frei herumlaufen. Beim Einschluss des Turms des Heils wurde der Ort in Schutt und Asche gelegt, ja genau. Was wir aber machen wollen ist, ja ihr seht schon, die ganzen Gebäude und so sind auch im Arsch. Ja, wir können anscheinend auch nicht mal mehr schlafen gehen, aber wir wollen hier rüber. Irgendwo hier drüben gibt es ein, genau, diese Szene. Dafür müsst ihr auch das Darius Emblem haben, also alle Sachen, die ich heute zeige, dafür muss man das Darius Emblem haben, um die Sachen halt machen zu können. Aha.
Eben, ihr habt nichts gemacht, habt ihr. Gar nichts. Nur die Beleidigung dieser Leute und uns Elfen. Meinst du, du bist stärker als Genus oder was? Der kann sogar Multiplikationstabellen aufsagen. Fehlt nur, dass Leute das wieder sagen, ne? Ist das Mannerschiff, kann Magie nicht angewendet werden. Bald wird die Welt all ihre Kraft verlieren und zerstört werden. Wenn der Frieden hergestellt ist, trete ich gerne gegen dich an. Natürlich steht es außer Frage, dass ich Genus. Na, kein Problem. Also stirb nicht. Na, ganz toll. Mehr oder weniger vielleicht. Was? Ich denke, ich verspreche, dass ich Leben... Was? Ich verspreche, dass ich Leben zurückkommen werde. Moment, ich muss nur mal kurz mein Bildschirm heller stellen. So, alles klar. Ein Magier-Duell, wie das wohl aussehen würde, ne? Oh mein Gott. Darüber können wir uns jetzt nicht streiten. Ich habe auch Ricardo dieses Wissen gegeben. Nutze dieses Wissen, wenn du ihm gegenüberstehst. Nur so nebenbei, diesen Kampf wird es in diesem Spiel nicht geben. Schade drum. Wäre vielleicht ganz interessant, so ein 1 gegen 1 mit Genus, aber dann geht's wahrscheinlich darum, wer schneller castet. Aber wir lernen Meteor Storm. Meteor Storm ist quasi eine zweite ultimative Attacke für Genus. Und weil wir wahrscheinlich nicht Indignation Judgment kriegen werden, weil er noch nicht mal Indignation gelernt hat, ja, werden wir die wohl nicht im Spiel sehen, aber hey, wir haben Meteor Storm. Und die ist auch schon ziemlich stark. Weiß übrigens noch nicht, wen wir für die finale Truppe nehmen werden, weil wir wahrscheinlich jetzt den Rest des Spiels am Stück aufnehmen werden und deswegen, ja, müssen wir dann halt selbst entscheiden, aber hey, wir werden schon eine gute Truppe formen. Aber gut, eine Sache gibt es noch, die ich heute zeigen möchte. So, die letzte Sache, die wir heute zeigen möchten, ist in Cybag. Weißt du was? Sicherlich irgendwas mit Genus. Nein. Heute geht's hier rum. Es müsste hier eigentlich ein Buch geben. Ja, jetzt steht es auch ziemlich hervor, ne? Da vorne, dieses Buch hier. Aber bevor wir das machen, gehe ich vielleicht mal kurz speichern. Es hat nämlich folgenden Hintergrund, weil das eine Zusatzdungeon ist und ich die halt wirklich nicht für das LP machen möchte. Ich möchte sie aber zeigen. Ist ein bisschen wie in Luffy and the Fortress of Doom die Old Cave, kann man sagen. Nur, dass man aus der Old Cave, glaube ich, auch rauskommen konnte und aus dieser Sidequest kann man nicht rauskommen. Man muss die wirklich komplett beenden und das dauert. Und was auch interessant ist, das ist halt ein Spoiler jetzt mal kurz, aber ihr habt dann, oder ich spoiler nicht unbedingt was genau, aber ihr habt eine Kombination aus verschiedenen Gegnern der Story, die ihr am Ende gleichzeitig bekämpfen müsst. Aber mir macht diese Sidequest leider echt keinen Fun, weshalb ich sie nicht machen möchte. Aber gut, lass mich stehen. Und wir können vielleicht mal kurz Genus auch reinnehmen, damit wir dann ein bisschen uns drin bewegen und die Technik vielleicht auch mal vorführen. Aber gut. An diesem Buch ist ein Exfin angebracht. Es ist die Sprache in der Sprache gesehen. Mal sehen. Siegel. Was ihr hierfür machen müsst, ist das Darius Emblem haben und dafür müsst ihr auch diese Sidequest mit den Steinen gemacht haben. Wenn ihr die nicht gemacht habt, mit den Steine schieben und Brücken bauen, dann triggert dieses Buch nicht, beziehungsweise könnt ihr es nicht öffnen. Fürchterliche Schreie aus dem Buch. Das Tor zu Niflheim oder Niflheim. Aber ich will. Okay, wir mussten doch nochmal hierher kommen und mit einer Person reden, die grüne Haare hat. Es macht so viel Sinn. Schauen wir mal, wo diese Person steht. Ich weiß es nämlich jetzt aus dem Kopf nicht, aber anscheinend ist das der letzte Trigger. Du vielleicht? Ja, diese random Person hier. Es sind verfluchte Bücher, die Geschichte des Krieges der Unterwelt erzählen. In dem Buch sind Dämonen versiegelt, die nach dem Thron der Unterwelt streben. Außerdem haben wir den gesegneten Stein verloren, mit dem man das Buch verbrennen kann. Wir haben die Chance verpasst, das Buch zu verbrennen. Genau, den haben wir. Wenn das Buch weiter existiert, können die Dämonen entkommen und die Welt wird Niflheim der Unterwelt mit der Welt vereint. Alles klar, verwendet diese Flamme, um die Kreaturen der Unterwelt zu beseitigen. Alles klar. Anscheinend, ich weiß auch nicht, das ist so ein totaler random Trigger, dass man einfach hierher kommen muss und mit einem
sag ich mal, x-beliebigen Elfen reden muss, um das zu tun. Das ist ein bisschen doof. Oder was sagst du? Na, das hätten sie besser machen können. Ein bisschen, ne? Aber gut, wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, deswegen fliegen wir jetzt tatsächlich onscreen zurück. Es ist ja zum Glück nicht so weit. Und hast du noch Erinnerungen an den Dungeon oder überhaupt nicht? Ne, eigentlich überhaupt nicht. Außer, dass es dunkel da war. Ich glaube, man hört dich nicht so gut. Eigentlich überhaupt nicht, außer, dass es dunkel war. Es war dunkel? Naja, also so lilafarbene Sachen. Das klingt schon eher. So, aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben mit dem Typen geredet, jetzt sollten wir rein können. Richtig? Dankeschön, Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass das Siegel so geschwächt sein würde. Ja, stimmt, Origin, eben, den brauchen wir halt logischerweise auch. Jedoch ist das Siegel im Laufe der Zeit schwächer geworden. Das Böse hat seine Hände im Spiel. Du wirst in das Buch gesaugt werden. Ob ihr aber auch wieder daraus entkommen könnt, ist völlig ungewiss. Im Moment kann ich euch noch mit meiner Macht beschützen. Was wollt ihr tun? Wir probieren es trotzdem. Alles klar, dann schauen wir uns das einfach mal an, ne? Und interessante Mucke läuft halt auch nur hier, ne? Anscheinend wurden wir in das Buch hineingezogen, so wie Origin es gesagt hat. In das Buch hinein, ist das möglich? Und was machen wir jetzt? Der gesegnete Stein. Das ist das Seelenfeuer. Bist du hier, um uns zu zerstören? Wir sind die Könige der Unterwelt. Wenn ihr minderwertige Kreaturen glaubt, uns bezwingen zu können, dann legt euer Leben in die Waagschale und stellt euch der Prüfung. Kannst du mich hören, Hüter des neuen Paktes? Ihr dürft nicht zulassen, dass dieses Buch weiter auf dieser Welt existiert. Dieses Buch enthält all die Essenz, die Dämonenfürsten, die den finsteren Plan hegen, die Welt mit der Unterwelt zu vereinen. Die Essenzen gewinnen im Laufe der Zeit an Stärke und werden eines Tages den Besitzer des Buches in den Wahnsinn treiben. Und anschließend die Welt. Ihr könnt das Buch zerstören, indem ihr das Seelenfeuer im entlegensten Winkel der Unterwelt dieses Buches entflammt. Doch selbst das Seelenfeuer kann das Buch nicht mit einem schwachen Feuer vernichten. Ihr müsst das Seelenfeuer so weit erhitzen, bis es heiß genug ist, um das Buch zu verbrennen. Überall werdet ihr Kerzen finden, mit denen das Seelenfeuer verstärkt werden kann. Entzündet sie, um die Macht des Seelenfeuers zu stärker machen. So, und ihr seht schon, hier gibt es ein bisschen was an Nebeneffekten. KP minus 1 in Bewegung. Jede Ebene, die ihr habt, hat einen random Status, entweder Buff oder Debuff. Und ihr habt immer ein Zeitlimit, jede einzelne Ebene zu schaffen. Und ihr müsst, ja, ihr seht schon, hier haben wir das Zeitlimit und ihr müsst die Flammen entzünden. Und es gibt hier Gegner, die nur hier spawnen, das heißt für Beastery 100% müsst ihr auch hierher kommen. Und ihr müsst halt diese ganzen Fackeln immer wieder anzünden. Manchmal, wie gesagt, kommen da kleine Rätsel. Und hier läuft dieselbe Mucke wie am Ende. Aber ihr seht schon, individuelle Gegner, die auch, wie ihr schon sehen könnt, ordentlichen Damage machen, ne? Die hauen mir gerade so richtig aufs Maul, ne? Also, das ist schon ordentlicher Damage, den die drauf haben. Wenn ihr eine richtige Herausforderung haben wollt, kommt ihr auf jeden Fall hierher. Seht ihr schon. Aber wir können noch ein bisschen vom Buch für heute machen. Und dann können wir beim nächsten Mal das Finale angehen. Ich denke, so ist es am besten. Ja, aber wie gesagt, das hier ist eine ziemliche Herausforderung. Ich habe das Ding einmal in einem Playthrough gemacht. Ein einziges Mal. Und das mache ich nie wieder. Es ist mir zu anstrengend. Wirklich, ihr solltet zum Beispiel auch den Skill haben, schneller zu laufen. Und ja, es ist ein cooler Dungeon, wenn ihr random generierte Dungeons mögt. Wenn ihr eine Herausforderung vom Kampfsystem haben wollt, ist das definitiv für euch. Ja, Fledermäuse, was könnt ihr denn? Das ist jetzt ein Witz. Ja, aber, ja, stimmt. Ich meine, es gab hier also Gegner, die sonst nicht spawnen. Aber ihr habt hier Gegner von allen möglichen Teilen des Spiels. Das heißt, es kann eben auch passieren, dass was Schwächeres spawnt, was ihr ziemlich schnell besiegen könnt. So wie jetzt gerade eben, genau. Und ich meine auch nicht, dass man sie von außen erkennen kann. So, und hier, so sieht es ungefähr aus, wenn man zur nächsten Ebene geht. Ihr müsst halt die Fackeln entzünden. Ja, ihr müsst das machen, dass es heiß genug ist, bis zum entlegensten Winkel. Und ihr seht schon, gibt immer noch ein bisschen was an Gesprächen, ne? Eben. Auch das noch. So, und jetzt haben wir wieder was. KP plus 1 in Bewegung. Das heißt, jetzt hat man sogar einen Vorteil zum Beispiel. Und hier auch noch die Möglichkeit, einen Schalter zu aktivieren, wo ich nicht mal mehr weiß, für was der gut war. Hier war auch noch ein. Ah, Moment, muss ich die wirklich noch abschießen? Okay, ja, seht ihr schon. Aber so ungefähr funktioniert das Buch von Nibelheim. Es kann interessant sein, wenn man Interesse an solchen random generierten Dungeons hat, wie gesagt. Aber ich meine, dass man am Ende auch nochmal Titel kriegt. Ich glaube aber nicht,
dass es anderes Equipment gab und ich fuck. Oder nicht? Sauber. Ja, aber eine Herausforderung ist es auf jeden Fall. Das kann man gar nicht anders sagen, weil die Gegner hier, die wissen auf jeden Fall, wie man Damage macht. Und ich wollte eigentlich noch die Attacke von Genius zeigen, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, das machen wir noch kurz. Wenn wir noch dazu kommen. Moment, Genius. Ich möchte, dass du einmal Meteor Storm machst. Die können wir uns gerne noch einmal anschauen. Dann bin ich damit auch zufrieden. Na komm. Kacke, Genius. So sieht das aus. Die kennt man ja, ne? Ja. Und boom. Na komm, Verrecke. Dankeschön. Alles klar. Wer so Interesse dran hat, kann diesen Dungeon sehr gerne ausprobieren. Wir machen das nicht. Stattdessen machen wir hier einen Cut und werden dann beim nächsten Mal den finalen Part von Tessa Symphonia zeigen. Auf Wiedersehen. This is it, everyone. Are you ready? I'm ready. I'm prepared to accept whatever happens in the coming battle. And we will win. Yeah, we're gonna win. For Mizuho, Corinne, and for all of you who believed in a coward like me. And for myself, too. I don't want anyone else to make the same mistake I did. No one should have to think that he has to sacrifice his own life. Everyone should be able to live freely, no matter who they are. Humans and elves, and even us. It's okay for us to be here. Yes. That's why we must recover the great seed from Mythos and revive the giant tree. Without it, not only will we be unable to restore peace between the different races, the world itself will die. We can't let that happen. We must reunite the worlds. Afterwards, we shall make a new promise to the new world. The people that I like and the people that I don't both have the right to live in the same world as I do. Because that's the way things should be. Count me in. I won't run from this one. All right, let's go. We're going to restore a world where everyone can live freely.